Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Minecraft. So, beim letzten Mal haben wir auf dem Berg hinter dem Kulturgarten rumgehampelt und eine Treppe gebaut. Und damit werden wir heute weitermachen. Eigentlich hatte ich ja vor, eventuell was anderes zu machen. Ich gucke gerade, was hier so ist. Ja, nö, machen wir heute doch nicht. Ich habe nämlich eine Idee, wie es da weitergehen könnte. Das habe ich in der Kopiewelt mal ein bisschen... Achso, falsche Taste. In der Kopiewelt mal ein bisschen ausprobiert. Und jetzt weiß ich, wie das geht. Habe da eine Idee und deswegen machen wir das einfach so. Aber ich will auf jeden Fall jetzt erst nochmal einen neuen Wegpunkt setzen. Denn das wollte ich eigentlich letztes Mal noch machen, aber ich habe es vergessen. Einfach mal weg gewesen, die Idee. So, hier ist noch alles in Ordnung. Das ist gut. So, jetzt will ich erstmal hier, machen wir einfach mal hier, einen Wegpunkt setzen. So, da, hinzufügen. Hier, genau. Wie nenne ich das jetzt? Schlösschen. Ja, und ich mache das eins höher. Auf 90. So, bestätigen. Und jetzt kann ich das aber auch... Ah, das ist jetzt hier. Das wird leider jetzt nicht nach dem Alphabet geordnet und man hat ja auch keine Möglichkeit, das nach dem Alphabet zu ordnen, aber das macht ja nichts. Moment, S, L, M, dahin gehört das dann. Ja, das müsste ich mal durchgehen, da ist bestimmt noch einiges durcheinander, aber ist ja auch egal. So, jetzt haben wir hier einen Wegpunkt. Okay, also, was habe ich vor? Ich will gerne... Achso, oh Mann, ich brauche ja auch noch Material. Was haben wir denn hier? Das ist schon mal hier, okay. Ja gut, dann muss ich also jetzt gleich nochmal zurück ins Lager. Es wird auch Nacht, ja okay. Dann teleportiere ich mich mal erst wieder zurück ins Lager und sammle einige Materialien ein. Ich brauche als erstes mal hier Glattstein, Moment, Glattsteinziegel, hier. Da habe ich aber nicht so viele davon da, das ist nicht so gut. Ich nehme auch mal davon und davon was mit. Hier einfach mal alles da rein. Da haben wir noch was. Ich nehme mal noch ein paar mit. So, dann brauche ich Holz. Und zwar will ich gerne für den Fußboden schwarz... Achso, Moment, hier. Schwarzeichenholzbretter haben. Ja, ist jetzt nicht so viel. Ich nehme davon noch was mit. Und für die Decke und für die zweite Etage als Fußboden soll dann... Was war es? Tropenholz? Moment, hier Bretter. Ne, das... Oder? War das das da? Ne, das war das hier. Ja, ja, doch. Ja, dann nehme ich mir einfach mal davon was mit. Das dürfte genügen. Okay, dann brauche ich noch Glas. Einfach so ganz normales, durchsichtiges Glas. Und zwar Scheiben und Blöcke. Glas, wo war das denn? Hier. Hier haben wir mal Scheiben und Blöcke. Okay, mit anderem Glas. Ja, da könnte man sicherlich auch noch was machen. Ja, aber das zähle ich dann zur Inneneinrichtung und die kommt dann später. Ich glaube, soweit haben wir erstmal... Oh nee, vielleicht noch ein paar... Ja, stimmt richtig. Ein paar Glühsteine wären auch ganz schön. Aber ich glaube, davon haben wir nicht mehr so viele da. Um genau zu sein, haben wir noch 8 Stück da. Und hier noch ein bisschen Staub. Ja, das ist nicht so viel, ne? Dann muss ich mal wieder in den Nether gehen. Ja, schade, dass da nicht so viel da ist, aber... Ja, da ist es nicht drin. Moment, das sind so... Ja, gut, Rotsteinlampe, da braucht man aber auch eine Fackel wieder, um die zu befeuern, ne? Also das bringt nichts. Ich lege mich mal hin. Jetzt ist ja auch schon Nacht, dank meiner Uhr, die da links oben zu sehen ist. Kann ich das jetzt auch genau sehen? Naja gut, dass Nacht ist, das kann ich auch so sehen, wenn ich einfach mal nach draußen schaue. Okay, egal. Noch ein kleines Frühstück einnehmen und dann teleportiere ich mich wieder zurück. Ah ne, ach, immer die falsche Taste. So, Schlösschen, wo haben wir das denn? Da, Schlösschen. Teleportieren. Wegpunkt funktioniert, sehr gut. Okay, jetzt müsste ich aber auch hier noch... Hier noch, ja, davon was haben. Genau, sehr gut. So soll es sein. Dann, ja, wie mache ich das jetzt? Ich muss einfach mal hier anfangen mit der Mauer. So, und da wollte ich ja nach hinten hier das so quer rüber machen. Genau, das soll ein bisschen überbaut werden. So soll es auch dann werden. Okay, so, darüber
Jetzt muss ich erst ein bisschen vorbauen hier. Da habe ich das richtig gemacht. Ja, hier. Einfach so quer über die Ecke. Dann spare ich mir etwas Material und das so ja dann auch gut. Also ich muss jetzt erst ein bisschen so eine Struktur drin haben. So dass ich mich dann beim Bauen nicht mehr so mordsmäßig konzentrieren muss. Dann kann ich auch ein bisschen was erzählen. Also jetzt wird es hier schwierig. Aber da soll ja noch ein Boden hin. Deswegen fange ich mal mit dem Boden an. Hiermit nämlich. Den baue ich jetzt erstmal hier unten hin. Genau so. Und das Gras hier, die Erde, die soll dann nachher weg. Moment mal, da muss noch was hin. Und da, genau. Was soll denn da außen denn? Ah, da soll Bruchstein hin. Oh ja, stimmt, richtig. Da soll Bruchstein hin. Wo haben wir Bruchstein? Hier. Okay, das kann man da hin. So. Moment, hier, da muss ich langlaufen. Ist das dann richtig so? Ja, doch. Ich meine schon. Dann kann ich hier mit Holz weitermachen. Ja, genau. Und dann hier wieder einen Bruchstein. Ah, nein. Oh, jetzt bin ich auch noch tot. Och, nö. War doch ein bisschen zu weit. Ich habe vergessen, die Taste zu drücken. Also nein, ich habe nicht vergessen, die Taste zu drücken, aber ich war einfach nicht schnell genug. Ach nee, immer noch die... Ja, das war aber jetzt die verkehrte Taste. Also ins Lager. Nee, Moment, da bin ich ja schon. Ich will in den Kulturgarten. So, dahin teleportieren. Und jetzt kann ich da unten hinlaufen und meine Sachen wiederholen. Und die ganzen Erfahrungspunkte sind auch weg. Och, nö. Na gut, nicht alle, aber die meisten. Ah, nee, ich will da wieder zumachen. So, dass da nichts rein kann. So, wo liegen die Sachen? Ach, das Inventar-Dingsbums ist jetzt auch... Ja, genau, das fehlt jetzt auch, ne? Das ist ja hier auch weg. Ja, alles ist weg. Auch die Rüstung. So, jetzt wieder alles ordentlich einsortieren, wo es hingehört. Moment. Da, ach ja, habe ich alles mit, okay. Oh, da lag noch was. Nee, habe ich eingesammelt. So, alles kann ich jetzt ja nicht einsammeln. Oh, das Schwert auch nicht. Weil ich ja... Moment, wo haben wir das denn? Das Ding hier, wo ist denn das? Das muss doch hier irgendwo rumliegen. Ach, hier, da. Dann muss ich mal was wegschmeißen hier. Und jetzt dies hier nehmen. Ja, genau so. Da, da. Okay. Jetzt kann ich... Aha, jetzt ist das Schwert da oben. Das geht also von alleine da rein. Oh, da liegt ja noch ganz viel. Na, komm. Okay, dann haben wir auch das mal gesehen. So, jetzt, glaube ich, habe ich aber alles. Oder ich gucke mal nochmal unter Wasser. Ja, kann es sein, dass ich jetzt mit dem Shader ein bisschen weiter sehen kann? Ich meine schon, da als wir im Hafen rumgebaut haben, da war das doch nicht so. Ich meine schon. Okay, machen wir jetzt mal diesen Punkt hier wieder weg. Da, letzter Todespunkt, den kann ich löschen. Ich weiß ja, wo das war. Fertig. Jetzt muss ich erst das Inventar wieder sortieren. So, also, Eisenbeinschutz, die Hosen anziehen, den Helm auf den Kopf, die Stiefel an die Füße und die, was ist das, die Rüstung an den Körper, so. Essen kommt wie immer dahin, Spitzhacke an zweiter Stelle, Schaufel an dritter Stelle, ah, die Fackeln da hinten hin, was brauche ich denn noch? Ach, das Schwert natürlich, genau, da und die Axt kommt dahin. Ja, der Rest kann jetzt einfach mal so bleiben, wie das alles ist. Okay, so, dann zurück. Komme ich da jetzt hoch? Hier außenrum. Okay, so. Also, weiter im Text. So, ich mache jetzt einfach mal gleich, damit ich da nicht nochmal runterfalle, hier was hin. Und die brauche ich auch noch. So, also, hier gleich Mauer. Hoffentlich falle ich dann auch nicht nochmal runter. Und hoffentlich passt das hier auch alles. Aber ich meine schon. Also da unten jetzt der hier und der hier. Okay, ich baue jetzt nur noch von hier. Ja doch, das sieht aber gut aus hier. Da und der hier. Nee, dahin und dort. Und der soll weg.
Da soll das hin. Ja doch, genau so. Mhm. Da, 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 da und da. So, und jetzt kann ich nicht mehr runterfallen. Glaube ich. Okay. Ja gut, also das sieht schon mal ganz gut aus hier. Das müssen wir nachher noch unterfüttern hier da so. Das machen wir nachher. So, dann lege ich jetzt erstmal den Boden hin. Ich brauche noch Türen. Ja, hier, das wollte ich noch so machen, damit das... Oh, das ist aber auch nicht gut hier. So. Ich mag zwar Gras, aber hier soll es dann doch nicht sein. Okay, dann baue ich jetzt mal das hier weg. Dann legen wir hier mal den Fußboden hin, zur Gänze, dass die aber gemacht ist. Joa, ist jetzt ein bisschen Arbeit, aber okay. So, ja, wir haben gerade Sonntag, ich komme gerade, ja, gerade nicht, ich habe jetzt noch gegessen, habe Videos geguckt. Aber heute Vormittag war unser diesjähriger Cutter-Marathon. Davon, glaube ich, habe ich schon erzählt. Weiß ich jetzt aber nicht mehr. Und zwar einfach so die Idee, wo unser Trainer kam mit der Idee, also das gibt es auch schon länger, machen sie schon länger, ich bin nur zum ersten Mal dabei gewesen, nämlich, dass irgendwie scheint es wohl üblich zu sein, dass in Japan das neue Jahr, das da wohl eher so, keine Ahnung, fängt es da auch am 1. Januar an oder so, weiß ich nicht, dass das mit 108 Glockenschlägen eingeläutet wird. Und ja, und da kam ja eben auf die Idee, dass wir doch hier mal unser Jahr mit 108 Cutters einleiten, beginnen könnten. Und so haben wir das heute gemacht. Er hat die 8 verschiedene Cutters rausgesucht. Die haben wir vorher noch mal ein bisschen geübt, sodass die vom Ablauf so, dass so ungefähr da drin sind. Also bei den höheren, bei den schwarzen und grauen Gurten läuft das sowieso ganz gut. Bei mir natürlich noch nicht. Aber das haben wir ein bisschen geübt und so wusste ich dann auch ein bisschen was. Und, so, okay, das ist gut so. Da mache ich wieder Erde hin. Ja, genau. Und, ja, das war eben heute Vormittag. Und wir haben, ja, so nach und nach, so 108 Cutters, also 8 verschiedene, jede 12 Mal. Und die sind einfach so durchgelaufen. Das waren sogar ziemlich viele Leute da. Ich glaube, wir waren 12 Leute insgesamt. Das ist schon relativ viel. Also, ich meine, sind sonst auch relativ viele da, aber zu so einer Sonderveranstaltung, die nicht so explizit Training ist, da sind dann oft doch nicht so viele Leute da. Aber das war ja umso schöner, dass da so viele Leute da waren. Naja, wir mussten ein bisschen enger zusammenstehen, weil wir in der kleinen Halle waren, deswegen, und also da gibt es da nicht so viel Platz. Naja, ging aber, ne? Und ich konnte sogar einigermaßen gut mitmachen. Die ersten, 6... Ja, also es gibt 2 Cutters, es gibt insgesamt 4, die ich kann, aber von denen, die da dran kamen, da waren auch viele höhere Cutters dabei, die ich nicht kann, außer eben, was wir da jetzt die letzten Male im Training gemacht haben, und das ist ja nicht wirklich was. Da kann ich ein bisschen mitlaufen und ungefähr so das machen, was die anderen auch machen, aber ja, mehr ist das eben auch nicht, ne? Naja, auf jeden Fall waren da nur 2 dabei, die ich von denen, die ich so kann. Die anderen 6, da bin ich eben so mitgelaufen, so gut es eben ging. Ja, bei den meisten ging es ganz gut. Bei den letzten 2 aber nicht mehr. Da habe ich es versucht, aber es ging einfach nicht. Ne? Ich habe dann einfach aufgehört, weil das nichts gebracht hat. Habe mich dann an die Seite gestellt und zugeschaut, aber das hat mir sehr leid getan. Aber naja, was will ich machen? Ne? Wenn ich es nicht kann, die waren dann auch teilweise so schnell, dass ich da nicht mithalten konnte. Also einmal so gucken, was die anderen machen, dann schnell nachmachen. Das ging da auch nicht, weil es einfach zu schnell war. Naja, dann geht das eben nicht. Ne? Dann, Moment, ich muss doch hier... Ach, da auch noch. Ja, richtig, das soll so sein. Ah nee, dann kann aber das hier weg. So, ja... Aber wir haben es alle gut durchgestanden. Hat auch allen Spaß gemacht. Moment, soll das hier so? Ja, doch, das soll so sein. Und da kommen die Türen rein. Moment, falsche Taste. Hier vorne doch. Ja, doch, genau. Was für Türen will ich eigentlich haben? Habe ich da das richtige Holz mit? Ich lege mich mal hin. Ich kann mich noch nicht hinlegen, aber gleich. Na und? Hallo? Wo bist du stehen geblieben?
Ne, jetzt. So. Ach ja, ich wollte Türen basteln. Richtig, genau. Türen. Und zwar aus... Moment, das Holz habe ich hier gar nicht mit... das habe ich gar nicht in der Kiste. Moment, ich brauche jetzt Dschungelholz? Ja, doch, ich meine, Dschungelholz brauche ich. So, eine Werkbank. Habe ich eine Werkbank? Oh, ich habe gar keine Werkbank hier, sehe ich gerade. Dann muss ich mal schnell mal einen bauen. Aber eine. Eine genügt.